John Ray Arnold, verkörpert von niemand geringerem als Samuel L. Jackson, ist in Jurassic Park 1 ja einer der Figuren, die quasi so dem ersten Dinosaurier oder mitunter den ersten Dinosauriern zum Opfer fallen, nämlich als der Charakter versucht, den Strom im Park wieder einzuschalten. Mr. Arnold kehrt aber einfach nicht mehr zurück von seinem Unterfangen. Daraufhin werden dann unsere Hauptfiguren ein bisschen stutzig. Ellie Sattler und Robert Muldoon entscheiden sich daraufhin, nachzugucken, was denn jetzt wirklich mit Mr. Arnold passiert ist, beziehungsweise warum das ganze Unterfangen denn so lang dauert. Auf dem Weg dahin lässt Robert Muldoon leider sein Leben. Das Ganze haben wir auch schon mal besprochen, hier oben habe ich dir das Video verlinkt, wie Muldoon hätte überleben können. Darum geht es aber nicht hier in dem Video, wir spinnen das Ganze mal ein bisschen weiter. Wir sehen später eben einfach auch nur, wie Ellie Sattler dann eben im Strombunker, also in dem Bunker, in dem man den Strom wieder anschalten kann, ankommt und dann Mr. Arnolds Arm auf ihrer Schulter landet und wir eben merken, ja okay, der Mann muss wahrscheinlich tot sein, weil der Arm nicht mehr am Körper hängt und der ist tot, der ist auf jeden Fall tot. Wir hatten in einem anderen Video, was ich dir mal in die Beschreibung unten reingesetzt habe, auch schon mal besprochen, wie Mr. Arnold denn wirklich gestorben ist. Denn ja, ursprünglich sollte es eine Szene geben, in der Samuel L. Jackson, der Mr. Arnold verkörperte, die Szene noch spielen sollte, in der dieser eben dann stirbt, also auseinandergerissen wird. Also wir sollten auf jeden Fall die Szene sehen, in der Mr. Arnold umgebracht wird. Ich werde das Ganze jetzt hier nochmal kurz für dich Revue passieren lassen, wie gesagt, wenn du die lange Geschichte davon hören willst oder wenn du auch wissen willst, warum diese Szene eben nicht passiert ist, ganz interessante Geschichte, habe ich dir das Video mal unten in der Beschreibung verlinkt. Kurz zusammengefasst, hätte Mr. Arnold sich eben in diesen Bunker begeben sollen und hätte daraufhin aber gemerkt, dass die Eingangstür zum Bunker immer wieder zufällt. Und da er keine Taschenlampe mit dabei hatte, hätte er also einen Schuh von sich selbst in diese Tür reingeklemmt, damit ein bisschen Licht in diesen Bunker hineinscheint. Das wäre dann eben auch der Grund gewesen, wie der Velociraptor in diesen Bunker gekommen ist, ohne einen Schlüssel zu benutzen oder eben ohne die Tür öffnen zu können. Ja, ich weiß, später können die auch die Türen öffnen, aber das ist eben die Antwort, die offiziell im Drehbuch so gegeben war. Mr. Arnold hätte die Eingangstür nur angelehnt, damit eben ein bisschen Sonnenstrahl, ein bisschen Licht in diesen Bunker hineinscheint, damit er eben auch was sieht. Das war dann im Endeffekt sein Todesurteil, denn dadurch kam der Velociraptor ja auch wirklich erst in diesen Bunker mit rein und konnte Mr. Arnold eben töten. In bestimmten Drehbuchauszügen erfahren wir, dass Mr. Arnold sogar eine Taschenlampe, also so eine Maglite mit dabei gehabt hätte, die ihm aber in der einen Variante heruntergefallen und eben kaputt gegangen wäre und in der anderen Variante wäre diese Taschenlampe eben einfach ausgegangen. Und da kommen wir jetzt hier schon zum großen Knackpunkt, wie Mr. Arnold hätte das Ganze voraussichtlich überleben können. Ich meine, der Grund, warum er gestorben ist, ist ja offensichtlich der, dass der Velociraptor von draußen nach drinnen gekommen ist. Der Grund, warum der Raptor hineingekommen ist, ist eben der, dass Mr. Arnold die Tür nur angelehnt hatte. Das wäre eventuell nicht passiert, wenn Mr. Arnold eine funktionierende Taschenlampe mit dabei gehabt hätte, um eben irgendwie Licht zu bekommen. Also hätte er irgendwie eine alternative Lichtquelle mit dabei gehabt, hätte er die Tür eben nicht anlehnen müssen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei allen anderen Überlebensvideos ja immer versucht habe, mehrere Optionen preiszugeben, wie Figur A oder Figur B, Situation A oder B hätte überleben können. Hier muss ich aber wirklich sagen, hier gäbe es wirklich nur die eine. Hätte Mr. Arnold eben einfach eine Lichtquelle mit dabei gehabt in Form einer Taschenlampe, die funktioniert hätte und die auch nicht runtergefallen wäre und was auch immer, hätte er die Tür von dem Bunker geschlossen und wäre in Sicherheit gewesen, während er den Strom wieder angeschaltet hätte. Was dann passiert wäre, wenn er wieder herausgekommen wäre, das steht auf einem anderen Blatt. Ich meine, er hätte immer noch sterben können im Endeffekt, wenn er diesen Bunker wieder verlassen hätte und die Raptoren immer noch da gewesen wären. Allerdings hätte man das auch ein bisschen umgehen können, indem man vielleicht ein Walkie-Talkie mit dabei gehabt hätte. Ich meine, das machen sie ja auch später. Sie unterhalten sich ja per Funk mit diesen Walkie-Talkies und hätte Mr. Arnold so eins dabei gehabt, hätte man zum Beispiel einfach auch Kontakt aufnehmen können mit jemandem wie Robert Muldoon, der vielleicht dann die Außenseite hätte abgecheckt und gesagt hätte, okay, die Luft ist rein, du kannst wieder zurückkommen. Absprache und Licht, das hätte Mr. Arnold auf jeden Fall das Leben gerettet und ich glaube, mehr Optionen haben wir auch nicht. Wenn dir noch eine andere Option einfällt, schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare, ich bin sehr gespannt drauf. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal. Ciao.